Das ist aber kein Chat, das ist sondern ein Kommentar. So, Restarts kommen jetzt auch, also viel Spaß. Faculty gegen Very Games. Hier geht's noch dick um die Wurst. Faculty hat noch 3 Spiele vor sich. Mantis hatte gestern noch ein Statement auf der Faculty-Seite geschrieben. Kann ich dann auch nochmal vorlesen vielleicht. 3 Spiele haben sie, glaube ich, noch. Von denen dürfen sie sich ein Patzer noch erlauben. Und Very Games wäre da der das Team, wo man den Ausrutscher quasi sich noch einrechnet. Also man rechnet hier theoretisch schon mit einer Niederlage. Geht natürlich trotzdem mit bestem Gewissen und so ins Spiel. Map or withdraw. So, Very Games direkt B offensiv. Kirby mit ersten Frag. Kriegt mit direkt Griefing von Smith. Oh, schön. Mantis nimmt noch einen mit. Kommt noch zum Gegenflächen und Asmus auch da. Boah, sehr starke Runde von Mantis. Krasse Heads. Faculty aber alle gerade am Schieben. Scream da noch. Ah, Scream hat die Bombe im Hof geholt. Krasser Move von ihm. Kommt da jetzt sogar weg und MBK hat schon Base eingenommen. Simon wird jetzt sehr wichtig. MBK hat aber weggemoved. Geht da kein Risiko ein, wobei es mir besser gefallen hätte, wenn er dort offensiv irgendwo geschimmelt hätte. So, Unterzahl für Faculty. Bombe wird jetzt gelegt. On-Spot von Scream. MBK hier. Eine sehr entscheidende Posi. QK Mantis kommt über Haus. Ein sehr schöner Laufweg. SMN leider gestorben. Asmo schiebt jetzt erst Banane. Und Mantis über Haus. Mal schauen, ob da MBK hinschaut. Noch nicht. QK Mantis muss da direkt Headshot geben. Er wartet noch ein bisschen auf Asmo. Oben wird's gesteppt. Jetzt wird's die Posi bekannt. Boah, kriegt die Hits und Asmo letzte mit 7 HP. Boah, und Scream mit 2 Headshots, mit 2 Zucker-Headshots am Ende. Ey, schade, Mann, aber die Runde dürfen sie nicht abgeben. Ach shit, jetzt wollte ich noch gucken, wo Simon da gestorben ist. Kann mir gut vorstellen, dass er sich einfach nur ganz kurz gezeigt hat und dann direkt Headshot bekommen hat. Vielleicht auch ein bisschen unglücklich gelaufen alles. Ach, trotz der guten Einzelaktion von Mantis am B. Schade, aber selbst wenn er die Bombe down, also da dürfen sie natürlich Very Games auch nicht die Chance geben, noch die Bombe picken zu lassen. Ein Scream gast da wie ein Bekloppter rein in den Hof und dafür muss er eigentlich bestraft werden. Hätte er da ohne jegliche Gegenwehr die Bombe bekommen. Schade, das hätte auf jeden Fall ein guter Auftakt werden können. So, ah, jetzt gefallen. Passen wir noch in der Action. Kassiert direkt. Die letzten beiden sind ganz weit weg, da auch nur annähernd irgendwie noch was um zum Schießen. Vielleicht können sie den einen oder anderen Spieler noch finishen. Ja. Einen noch mitgenommen, Kirby. Vielleicht mit Timing. Ach, das war da gut drauf. Scream nur noch mit 8 HP. Trotzdem 2:0 für Very Games, für die Franzosen. Und Z-Nation hat tatsächlich gewonnen. 16-14 gegen Fnatic. Krasser Scheiß. Trotz der 9 Terrorrunden von Fnatic of Train. Oh Mann, oh Mann. So, ach Scheiße, ich wollte noch was umstellen im OBS wegen den Lags. Habe ich das nicht gemacht. Mal gucken. Gewisse von Asmo. Schön einen mitgenommen. Simon auch im Pass erfolgreich. Kirby nimmt da leider keinen mit. Simon noch am Spot. Nette Posi. Nette Headshot-Posi vor allen Dingen. Starke 2K von Simon. Und jetzt Mantis. Oh, beide richtig low. Das kann Mantis sogar holen. Vielleicht sitzt nicht gut. Der zweite auch nicht. Er sieht direkt wieder was. Sie wissen auch noch nicht, wo er ist. Macht er gut. Boah, die Nate, die Nate, die Nate, die sitzt. Die sitzt. Oh, Alter, was eine Eco schon wieder. Richtig stark, da wird es aber gut abgehen, gerade im Voice. Aber auch geil. Nate geworfen und dann rumgezogen, die anderen gemacht. Sehr schön. Mantis sollte wirklich wieder on fire. Tja, da brauchen wir gar keine Waffen, um hier Faculty, um hier Well Games in die Schranken zu weisen. Da reichen auch einfach P2000s aus. Von Well Games Smith defensiv am B.
Faculty wird das dann wahrscheinlich wieder anders spielen. Faculty steht komplett defensiv. Und VG gut drauf reagiert. Boah, erste Duell in der Banane und wird von Kirby gewonnen. Stark gegen Smith. Und Barry Games schiebt drüber. Oh Mann, das dürfte vielleicht sogar die Steps gehört haben. NBK noch am Has. Oh, trifft jetzt, glaube ich, auf Asmo. Oh, ekelhafte Posi und Asmo gewinnt's. Sehr schön. Jetzt am B. So, gespottet, jetzt sieht man die Flash. Jetzt kann man eigentlich den Go ansagen. Schön über Kreuz da. Kirby könnte jetzt fast wieder weggehen. Oh, und sie setzen die Frags. Kirby noch. Oh, geh einfach weg, geh einfach weg. Einfach überleben. Wäre eigentlich perfekt dann. Spielt er gut, spielt er sehr gut. Dizzy macht auch von hinten dicht. Und dann war es auch noch Existence. Es ging 4. Bombe gepickt. Oh, schöne Hits noch gegeben. Dizzy, Banane jetzt. Ne, wird von Kirby sogar noch gemacht. Sehr starke B-Deckung. So lobe ich mir das. Und direkt gibt es den Ausgleich. Ja, warum es den 720p-Button gibt, frage ich mich auch. Also nicht gibt. Games muss Eco einlegen. Simon wird da gleich auf einige treffen. Oh, die Welt ging komplett ins Leere. Boah, zum Glück versagt das Aiming nicht. Ach du Kacke, wie blind der da ist. Uiuiui, da wird die Eco richtig knapp. Kirby wartet richtigerweise auf seinen Mate. Wenn er dann nämlich Headshot bekommt, hätte Mantis nur 1-on-1 und das ist sehr schwer zu holen vom Has. Also gut gespielt von Kirby bisher, gefällt mir. Was er heute fabriziert. Was ist denn mit der Bombe, die Nate? Boah, wie sie ihm entgegenkommt. So, Existence angesteppt. Boah, die Nate. Richtig gut, konnte ihn jetzt ansagen. Kirby zieht rum. Boah, und jetzt haben wir über Kreuz. Sehr schön gespielt. Richtig gutes Teamplay. Perfekt kommuniziert und perfekt einfach von beiden gespielt. Dann, wo Mantis rumgezogen ist, Kirby auch direkt die richtige Entscheidung getroffen. Auch rumgezogen. Somit Existence keine Chance, da irgendwie beide zu machen. Außer mit Spinhack. So, VG. Konnte hier nochmal kaufen. Rennt direkt B an. Nate wenig Schaden gemacht. Kirby der an den Satzsäcken. Stirbt diesmal. Boah, Mantis auch leider nur einen bekommen. Sehr, sehr, sehr schneller Go und erfolgreicher Go auch bisher. Asmo ist schnell drüben. Und da Ruinen ein. Gutes Morph von Very Games. Richtig gut. So, alle Ficke die Spieler auch über Base. Das wird ein sehr schwerer Retake. Zumal VG auch richtig viel HP noch hat. Da müssen die Flashes jetzt schon wirklich goldig sitzen. Aus Seitenkampf kommt nicht mehr eine. Oh, Kenny S geht auf Frag. Oh, und jetzt so noch MBK. Boah, stark von ihm. Krass. Starke Runde von MBK. Aber trotzdem, Very Games. Sieht da nicht solide aus, sieht da nicht sehr souverän aus bei dem Retake. Das hat man schon besser gesehen. So, bisher sehr, sehr spannendes, sehr interessantes Spiel. Schöner Schlagabtausch bisher. Ich vergesse, die konnte auch nochmal alles investieren. Offensiv, also Very Games spielt dann nochmal das gleiche. So, jetzt die Gegenflash. Oh. Oh, lol! Wie hat Räder umsprüht. Krass. Was ein Spray. Ich glaube, die Flash saß sogar noch. Oh, Scream aber gleich aus zum 2 gegen 2. Da muss ich vielleicht aber auch eine andere Pose direkt suchen sollen.
So, MBK wieder Banane, also sehr ähnliche Situation, nur dass es diesmal halt ein 2-on-2 ist. So, gefällt mir gar nicht so gut, wie ist der Seitenspieler, der spielt. Und beide über Hof. Oh, sieht er da den Schatten nicht? Oh, wird er gebankt, wird er gebankt. Oh, schön abgebrochen. Und die sie macht, sie hat einen Kit, er hat einen Kit. Und reicht das? Ja, doch, doch, das müsste reichen, das müsste reichen, das müsste reichen. Ja, reicht. Krass. Aber sehr, sehr enge Runde. Trotzdem hat es mir nicht gefallen, wie der Seitengangspieler das spielt. Warum er nicht einfach zum Beispiel hier ins Spawn-Eck schiebt, ins Dark. Dann MBK den First Contact lässt und dann einfach rumzieht. Oder Y geht oder sowas. Wobei Y schwierig ist, wenn er hier vorne gelegt hat. Aber er war da irgendwie allein. Hätte vielleicht sogar auch Hof springen sollen, um dort dann halt wirklich genau über Kreuz zu decken. Dann hätten sie auf jeden Fall mindestens einen 1-1-Austausch gehabt. Dann hätte der Bananenspieler oder halt der Hofspieler das noch holen können. So, nächste Eco bei Very Games. Smith wieder allein am B. Spielen da quasi einen Equip-Standard. Faculty wieder auch Standard am Decken. Oh, die sind mit Problemen. Der war richtig Gold. Oh, zum Glück sitzen da die Headshots. Oh, aber MBK, ey, der Junge ist auch seit Wochen enorm stark. Mich vielleicht sogar der Beste sitzt halt bei Very Games. Sie waren echt die Runde. Alter, krass. Ja, vorhin konnten sie die Eco noch gut abwehren. VG hat sich jetzt aber auch, also hat sich das wahrscheinlich gemerkt und haben gute Flashes da geworfen, um wirklich diese da blind zu machen. Und wenn man großen Sandkasten hat, dann ist es selbst gegen die Eco enorm schwer. Zumal dann halt einfach auch der Support wirklich fehlt. Und da nur einer am Spot ist, einer im Has. Große Sand eingenommen. Ja, da kannst du auch echt nicht viel machen. Von daher sehr stark gespielt von VG. Gut drauf eingestellt. So, sie spielen es auf jeden Fall immer relativ zügig B an. Boah. Die Franzosen holen sich jetzt auf jeden Fall die Führung zurück. Erstmal da eine M4 erbeutet, sollte auf jeden Fall auch safen. Aber VG schon auf der Jagd. Sieht bisher aber ganz gut aus. Es leckt bei mir halt auch GoTV, also wenn ihr D-Lex meint. Wie gesagt, meint es nicht das Faculty-Logo, weil er besser ist. Mal schauen, ob sie sich jetzt am B auch ein bisschen drauf einstellen. Direkt den Nades vor. Oder wieder auf Timing einnehmen. Also okay, Smith spielt jetzt wieder defensiver. Und Faculty, Dizzy da mit seinem Smoke-Move. Oh, Dizzy. Oh, da springt MBK ihn direkt im Rücken. Also nette Idee von Dizzy. Haben wir letztes, glaube ich, auch schon mal gesehen. Aber dann halt nicht nett genug. Also nett für den Gegner, dass er das nur einfach vom Frag bekommt. Ach, schade, Mann. Ja, man hat was probiert, man hat was riskiert. Aber irgendwie fehlt da auch der Refrag, wobei ich nicht genau drauf geachtet habe, wie Simon das da im Haus gespielt hat, ob er da gezielt hat vorher. Ich meine, es ist schon sehr, sehr, sehr komischer Move, denn
Den kann man fast nur spielen, wenn man richtig genau weiß, dass die Tees. Huch. Dass die Tees wirklich erst über Döner kommen. Dann erst Haus hoch. Beziehungsweise darauf spekuliert, dass die Haus halt nicht. Man spekuliert ja darauf, dass die Haus nicht vorkommen, nicht durch die Smoke pushen. Und dann einer Döner rauszieht und der wird natürlich zuerst mal Kinderzimmer checken und dann wird er hier, wenn er hier rauszieht, erstmal da unten gucken. Und das ist natürlich super überraschend, wenn dann hier ein Dizzy steht. Hat dann natürlich auch einen relativ leichten Frag. Also der Move geht schon, hat schon seine Berechtigung, seine Daseinsberechtigung, aber in BK hat es halt leider zunichte gemacht. So, Mantis mit der gesparten Waffe. Die Steps gehört, Kirby ist da. Beide Waffen am B. Das könnte sogar was werden. Oh, schön durchgebankt. Mantis blind, 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 Y. Schön rumgezogen, schönes Aiming. Gutes Pre-Aim vor allen Dingen. Ah. Hätte er vielleicht noch einen Tick warten müssen. Oh, Mantis ganz stark. Mates sind jetzt auch da, helfen am Seitengang. Oh, kriegen aber keinen. Und die sie von hinten. VG deckt das noch nicht ab. Boah, schön. Jetzt Eis. Also Dizzy gefällt mir auch sehr gut. Schiebt immer hervorragend. Und konnte jetzt einfach auch die beiden Frags setzen von hinten. Simon hat da schön abgelenkt, schön die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und Fekki, die bleibt echt dran. 5-6. Sieht gar nicht so übel aus. Also alle, die hier ein eindeutiges Ergebnis für Very Games erwartet haben, den. Die wurden jetzt schon mal eines Besseren belehrt. VG spielt es da wieder relativ Standard. Sind sehr in der Mitte versammelt. So, NBK jetzt. Also NBK hat wirklich Narrenfreiheit. Ist wirklich der, der alleine mal irgendwelche Moves macht. Hat jetzt da sogar ein bisschen hingebankt. Ferkel, die ist jetzt wieder defensiv. Smith hat B gegen geflasht. Beide waren blind. Und ich glaube, jetzt geht's Mitte hoch. Ja. MBK wird er gleich im Haus ready sein. Man steht wieder Standard. Gute Smoke jetzt mal gegen Haus und Dizzy. Auch gut getimed. Geht aber Richtung Asmo. Der ist alleine. Simon kann ihm da auch nicht wirklich helfen. Boah, jetzt eingesehen. Er hört die Steps, geht dann wieder in diese komische Ecke. Oh, kein Headshot setzen, aber kein Frag. Kirby hat geschoben, sehr schön. War dann noch rechtzeitig da. Simon vom SWAT, auch Headshot setzt. Dizzy ist noch im großen Sand, von daher ist die Runde noch. Sieht die Runde sehr gut aus, wird jetzt geholt. Starker Frag wieder mal von MBK. Den entscheidenden quasi gemacht, aber Simon steht halt wie eine Bank heute auf dem Spot. Zumindest in der Runde. Zumindest jetzt letzter wird gehört eigentlich von Simon. Den kann er sich auch noch holen. Komm schon. Yes. Krasses Aiming von ihm. 6-6, wieder der Austausch. Austausch, der Ausgleich. Der Austausch quasi auch, der Rundenaustausch. Man schiebt die sich immer quasi hin und her. Geld hat Very Games aber noch. So, ein bisschen Scoreboard. Boah, Smith fällt echt sehr weit ab vom Team heute. Faculty alle eigentlich relativ nah beieinander. So, kurz auf den Chat geguckt. Wie gab's denn Go von Smith? Nee. Alle am Hof. Oh, oh, Scream, natürlich Headshot. Oh, B jetzt fast eingenommen. Diese daher ist gestorben. Jetzt muss Simon gleich aufpassen, aber pusht Ruine rein. Sie wissen, dass einer CDBS ist und sie wissen auch, dass einer Spot ist. Wenn sie den Spot jetzt pushen, können sie es machen. Sie haben leider kein Equipment mehr, um den da vielleicht irgendwie rauszusprengen. Effekt deckt ab. Erstmal hat er eine gute Vorteilsposi. Er würde auf jeden Fall den Schatten eher sehen.
Schauen, ob NWK das weiß. Oh, er faked das, oder? Krass. Also wenn das geplant ist, wenn er da... Das ist richtig krass. Wenn er das weiß und so krass spielt. War das wirklich hervorragend gespielt. Oh, da gibt es sogar den Pre-Fire durch die Smoke. Aber Asmo gibt ihm da auch durch die Smoke. Krass. Und nächste Runde. Kid war auch vorhanden. Faculty wieder mit der Führung. Oh, man darf nicht vergessen, Faculty hat die Pistole verloren. Von daher sind 7 Runden schon mal sehr, sehr stark. VG kauft, was geht. Wollen ja keine weitere Runde herschenken. Schönes Smoke von Asmo, glaube ich. So, Dizzy spielt dann nochmal seinen Move. Hört da einer... Nice. Schönes Timing Gag im MBK. Hat er den Heuwagen gehört. Aber Faculty... Barry Games wieder Richtung B unterwegs. Gehen wir für meinen Geschmack vielleicht zu oft B. Wo ist denn der B-Support? Asmo ist da. Okay. Hält er die Ruine safe? Was? Wie hat Mantis denn da kassiert? Durch die Smoke. Das muss ja mal übelster Prediction Shot gewesen sein von Scream. Ah, das kann ich mir das nicht erklären. Und die sind noch mit Equipment. Simon wartet auf seinen Mate. Oh, da gibt's eine Flash. Zweite jetzt vielleicht noch. Oh, zweite in Stark. Schöne Flash. Nein, erst links konzentrieren. Oh, hat drauf funktioniert. Stark. Ich hätte erst links geguckt. Den Spieler, der sehr wahrscheinlich nicht blind ist. Boah, und Faculty gewinnt echt die Halbzeit. Bombe wurde nachgelegt und Barry Gibbs hat nicht viel Geld. Also, vielleicht deswegen auch die Entscheidung, der MLB zu gehen, da man einfach vielleicht mit weniger Equipment zurechtkommt. Also im Prinzip haben sie alles schon gespielt. Sie haben Hellsma gespielt, haben Action Gango gespielt, B gespielt, B relativ schnell, dann mal ein bisschen später am gegen mittler, ja, in der mittleren Runde quasi. In der Mitte einer Runde, so rum. Die Mauer da ein bisschen. Also Smith heute forever alone da am Scoreboard Boden. Ein Frag, 3 Assists, 12 Mal gestorben. Schon bezeichnend. 9 winzig kleine Pünktchen hat er da gemacht. So, diese steht mal diesmal ein bisschen anders. Wird auch mit Frag belohnt. Boah, krasse Flash von Dizzy. Asmo hat ihn gehört. Und Kirby verliert das Duell. Asmo aber direkt mit Refrag. Disruptor jetzt gestorben im großen Sand. Simon aber, wie gesagt, er hat eine Bank auf dem Spot. Hört auch den Action-Spieler. Ah, kassiert er. Immer so viel. Eine Frag aussetzen. Und jetzt Simon, Asmo noch da. Stark. Also, unglaublich starke Halbzeit von Faculty. Kann man nicht anders sagen. Smith ist wirklich heute nicht sein Spiel. Jetzt bin ich sehr auf die CD-Seite gespannt von Barry Games. Ich meine, wenn Smith da jetzt genauso ja, sagen wir mal, schlecht spielt oder halt nichts umschießt, dann spielt sie quasi 4-5. Restart sollte gleich kommen. Besprechen sich wahrscheinlich noch ganz kurz.
Oh, stimmt, Money per Kill. 39.000 war es wohl. Bitte machen Restart in der Halbzeit. Hey. Nein. In Germany called Brett, ja. So, da kommen sie auch. Hier wird schon spekuliert, dass Faculty no B Rush kann. Ich denke, die Jungs haben sich aber seit dem ESLC schon wesentlich weiterentwickelt, keine Angst. So, ich bin gespannt. Hero Games aggressiv Mitte. Und der kriegt die Nades vor. Der hat sogar schon viel Schaden bekommen. Was? Alter, diese Glock ist so lächerlich. Aber das ist ja auch nicht sterben. Runde trotzdem noch drin für Very Games. Sehr viel Schaden ausgeteilt. Der Action Go von Kenny. Oh, eine interessante Flash. Mit einem Frag belohnt. Ey, die Headshots heute sind echt unglaublich. Das ist das Laube noch gemacht und MBK könnte es sogar machen. Oh, weiß aber auch, dass Asmo noch hinten ist. Oh, MBK gewinnt. 4 HP noch. Da müssen jetzt wirklich die Super Headshots kommen mit jedem Schuss und dann macht er nicht. Faculty, die gewinnt ihre erste Pistol und steht trotzdem schon 10 zu 6. Wahnsinn, aber auch ein bisschen, also was heißt ein bisschen eigentlich? Krasses Pech von Very Games, dass sie hier an der Bank den Hausspieler unten nicht bekommen. Das ist schon sehr, sehr, sehr komisch. Da ballern halt zwei Leute drauf und sie kriegen ihn nicht kaputt. So, hier gibt es so ein kleines Special am B. Smoke, Flash. Zwei Smokes. Zwei Flashes und NBK auch noch mit einer Flash. Was haben sie denn da vor? Wer spottet der links, dann am Spot wird er direkt den Nade werfen. Gegenfläche noch nicht geworfen. Doch, eine wurde geworfen. Boah, Waffe geholt. Fackelt die komplett noch Banane. Also ich spitze sich wirklich gerade die ganze Action ab. Existence, jetzt nochmal eine Gegenfläche. Ah. Existence. Boah. Schöne Runde von ihm. B eingenommen. VG sogar mit der Überzahl, aber halt keine Waffen bei ihnen. Von daher noch eine gute Ausgangslage. Krasse Nate gegen Mantis. Oh, was es da für Hits gibt. So, und sogar überhaupt kein Hit gegeben an die CTs. Es wird richtig eng und jetzt Kirby gegen 3. Verschießt. Die Galli ist wirklich eine Witzwaffe geworden, finde ich. Und da verliert sie echt die Eco. Alter, wie krass. Boah, wobei. Kein Kit, kein Kit, kein Kit. Doch, das reicht. Oder? Okay. Oh, es ging gerade in die Luft, oder? Also es war richtig knapp. Trotzdem unglaublich gut gemacht von Existence vor allen Dingen und von NBK natürlich am B. Ah, Faculty lässt sich da auch irgendwie locken. Also, weiß nicht. Dann nochmal A schieben. Schwierig. Trotzdem hätte sich Rebel Games jetzt mit der gewonnenen Runde auf jeden Fall im Spiel. Faculty gesaved, die sie mit Flash, Smoke, Smoke mit wohl Haus gehen, Has oder sowas. Kinderzimmer geflasht.
So, jetzt vielleicht großen Sand smoken, dann rüberflächen und dann go. Hat er noch zwei Granaten? Boah, schade. Wenn er langsamer rumzieht, hat er vielleicht den Frag. So, jetzt kommt die Smoke, leider die Frags hat schon gefallen. Has gut zu zweit angelegt. Stark gemacht von Larry Games. Da direkt zu zweit sich aufzubauen. Konnte kaufen, haben aber schon Nades abgefangen. Ich weiß nicht genau, ob in der Mitte. Boah. Also HP-technisch geht die Runde schon mal nicht gut los. Asmo spielt Savi gehabt. Wenn man sich da mal eine Demo angucken würde, kann man da sicherlich einen Anti drauf aufbauen gegen Asmo. Muss er aufpassen irgendwann mal. So. Rippen aber nicht eingenommen und schieben jetzt schon B. Verstehe ich nicht ganz. Lassen da Desi allein. Okay, die Taktik kennt man soweit auch schon. So, die Fläche kam von Spot. Das könnte man erahnen. Jetzt der Go. Oh, Asmo blind. Refake kommt noch nicht. Alle Mates blind. Gut aufgehalten. Leute, da gab es sogar einen kleinen Hit durch die Smoke. Desi schiebt auch über Banane. Über Bay. Ja, doch, über Banane war schon richtig. Also macht da nichts von hinten. Das wird eine 5er-Runde. Auch wenn da Existence und NBK richtig viel Damage gefangen haben. Aber krasse B-Deckung. Das war too easy abzuwehren. So, keine Bombe gelegt. Von daher auch Eco bei den Deutschen. Boah, die Nade schon wieder. Direkt ins X. Boah, die Nade auch richtig gut. Also scheint auch so ein kleiner Standard geworden zu sein. Der eine spottet immer da an der Seite, der andere steht mit gezückter Nade am Spot, wirft die dann über Bande. So, dass man da wirklich Maximum Damage macht. Uiuiui. Uiuiui. Was sind denn da für Headshots am B gefallen? Mitte noch Mantis gestorben. Einer noch im Haus. Die sind noch Mitte unten. Holt sich Simon zu sich. Also es wird B gehen. VG sehr defensiv. Wissen also nicht, was abgeht. MBK hatte noch eine Flash. Ja, gute Position da im Dunkeln. Das ist krass, einfach nur. Smith hat sogar Scream überholt. Aber so viele Runden wurden ja noch nicht gespielt. Smith hat aber immerhin schon mal mehr Frags als Terror vorhin. Trotzdem wieder der Ausgleich. 10-10 beide. 10 beide. Aufbau. Kenny mit Ave im Haus. Hast du da wie immer allein B oben? Würde sich jetzt wahrscheinlich gleich wieder unter das Dach darstellen und warten. Hey, Kirby. Ist da immer noch ein bisschen sein Supporter. Simon konnte Haus töten. G
gibt direkt Gas, Mantis auch Döner raus. Und instant der Go. Sehr schön gespielt. Endlich mal nicht lange rumgefackelt. Boah. Und zack, so schnell kann es gehen. So schnell ist ein Spot eingenommen. So, wissen auch genau, dass beide über Base kommen müssen, da Asmo natürlich oben Banane noch steht. Deswegen die Smokes. Zack. Ist die Runde gewonnen. Also Simon macht doch wirklich ein starkes Spiel heute. Hat man Very Games wirklich keine Zeit gelassen, sich irgendwie noch umzubauen, irgendwie gegen zu flashen, irgendwie was abzusprechen, wie man das jetzt handelt. Nee, da wurde direkt raufgerannt, hat überall die Frags gesetzt. Und dann großen Sand zu kommen, ist wirklich ein leichtes. Tja, VG wird da jetzt ein bisschen was umstellen müssen. Vielleicht mal die Haus aggressiv allgemein spielen. Vielleicht doch mal B komplett aggro, um das Asmo mal direkt wegzuholen. Rumgefackelt. So, es geht echt B auf. Was denn diesmal? Asmo ist wieder aggro. Existen steht da. Wo war ein Asmo hinterher? Oh, Existen ist Death of Spot. Aber einer ist noch da. Wer ist das? Smith ist da. Der ist auch bekannt. Kriegt das Pre-Fire, kriegt die Nade. Boah, er ist richtig unter Bedrängnis. Boah, kann aber nur einen machen. Wegen Smoke. Jetzt hört man auch die Banks. Jetzt muss es B rausgehen. Macht man auch. Reagiert sehr schön drauf. Krass. Und das ist die nächste Runde. Obwohl VG fast was gemacht hat, was ich mir gewünscht hätte. Aber nicht mit Aave. Hätte einfach so HEs runter und direkt mal dagegen gehen. HE vielleicht auch mal eine Smoke einfach runter. Also einfach mal ein bisschen mit Kontrolle die Banane spielen. Würde ja schon helfen. Man muss ja nicht unbedingt den Frag setzen. Aber dann kann man halt allein am B bleiben. Halt so ganz klassisch 1-6 mäßig. Vielleicht auch mal dann mit der Smoke ganz runtergehen, dass einer wirklich ganz unten steht, dann würde es sich noch mehr anbieten, 1-4 zu spielen. Ja, und dann vielleicht einfach mal Sandkasten über Friedhof doppeln und Test dann halt doppeln oder irgendwie sowas. Da stehen mir natürlich die Möglichkeiten offen. So, die wichtige AWP bringt man zumindest durch. Gelegt wird sich jetzt sicherlich auch. Guter Kommentar, mal sehen, wann GoTV aus der Beta rauskommt. Ja, würde mich auch mal interessieren. Wirkt zumindest so, mit den ganzen scheiß Lags. Mindert auf jeden Fall noch ein bisschen das Spielerlebnis. So, man spielt nicht mit Kontrolle am B. Dafür am A ganz minimal bei Smith. So, gute Flash gegen ihn. Genommen hat man aber noch nicht. Man kontaktiert direkt zu Zweithaus. Also es wird ein relativ stupider Action-Gango. Wobei stupide ja nicht irgendwie negativ klingen soll. So, boah, die Flash muss wieder richtig gut gesessen haben. Dizzy legt da auch direkt gegen die Standardpose an. Kenny macht auch keinen Frag am Hass. Spot jetzt schon eingenommen. Zwei waren da nur. VG hat da auf B spekuliert. Also was sie da fabrizieren, verstehe ich wirklich nicht. Die spielen ohne Kontrolle. Wissen absolut nicht, was abgeht. Stehen dann nur an den Standardposes, kassieren die Flashes, die Faculty auch super vorbereitet haben muss. Komplett wie Very Games steht. Und wie gesagt, Sandkasten ist immer so eine Key-Position. Wenn man die einnimmt, dann ist die Runde fast schon gewonnen. Also verstehe ich nicht, dass VG hier so ignorant fast schon wirkt. Spielt. Terrorists win.
Sie reagieren halt null auf das Spiel von Faculty. Wundert mich echt. 14 zu 10. Nee, Quatsch. 13 zu 10. Oh, VG hat auf jeden Fall gekauft. Wir haben auch gut Equipment am Start. Kirby da gewohnt, das Spiel in der Banane. Also hier zu zweit. Der Rest, wie gewohnt, falsche. Scream jetzt mal ein bisschen Action. Also wieder defensiv. So, jetzt wird es wahrscheinlich gleich wieder die Fläche gegen Smith geben. Okay, diesmal zieht sich direkt weg. Jetzt zieht sich auch Scream weg. Und jetzt ist man wieder einfach nur Def. Wenn man B jetzt zum Beispiel mal auf Timing einnehmen würde, meint das halt nur Asmo. So, Fackel die Wiedergang oben. Jetzt mal gucken, wer flasht. Kirby mit einer Smoke. Zum Has. Jetzt müsste gleich einer flächen. Asmo ist das. Gibt sie Flash für Haus. Zack, geht's raus. Spot steht zum. Boah, was? Scream diesmal gut gestanden, scheinbar auf Spot, war da nicht blind. Stand wohl auch ein bisschen anders. Aber die Flex fallen trotzdem ein, dann aber noch auf Spot. Und diesmal sieht es gut auf VG. Boah, diesmal sind einfach die Headshots von Scream gekommen. Jetzt hat man sich scheinbar doch ein bisschen drauf eingestellt, aber trotzdem, also. Ja, ich würde das trotzdem anders handeln. Müsste man vielleicht auch mal eine. Das ist ganz gut, wäre es vielleicht eine Smoke. Wenn man irgendwie eine gute Smoke hätte, die dann hier landet, damit der Spot-Spieler wirklich aus dem Spiel genommen ist, damit man sich komplett auf Spot konzentrieren kann. Das wäre ein richtig perfekter Go, meiner Meinung nach. Boah. So, und da hat man direkt das, den Sinn hinter der Nate gesehen. Also selbst, dass da jetzt eine gefallen ist, Asmo. Hat sehr viel Damage schon bekommen. So, Kenny jetzt am Anfang ein bisschen mit Kontrolle gespielt, ein bisschen gebankt, aber die war noch weit davon entfernt, da auch noch annähernd vorne zu sein. 45 Sekunden vergangen. Faculty spielt das einfach nochmal. Ging jetzt Haus vor, Asmus steht wieder Mitte, wird er jetzt gleich flächen. Und Mantis hat da auch eine Smoke. Vielleicht kommt sie jetzt. Ja, jetzt endlich mal eine. Boah, sehr gut. Man hat jetzt direkt genau das gemacht. Man hat gemerkt, dann ist sie gegen Spot gestorben. Jetzt kommt genau die Smoke, die ich mir gewünscht hatte. Und Spot eingenommen. Wahnsinn. Sehr, sehr schön gespielt von Faculty. Wirklich. Also sie erkennen den Fehler. Oder. Ja, doch. Ich weiß nicht, ob man es als Fehler bezeichnen kann. Aber sie haben direkt erkannt, warum sie die letzte Runde verloren haben. VG ist so dumm, spielen da nochmal irgendwie so einen defensiven Bullshit. Und lassen sich einfach wegsmoken, weg. Ja, lassen sich einfach outplayen mit Granaten. Faculty macht das wirklich hervorragend. Und da steht gleich 14-11. Wer hätte das denn gedacht? Ich zumindest nicht, muss ich ehrlich gestehen. Hier schreibt man schon, das riecht nach Amerika. Ja, es ist noch nicht ganz durch. Wie gesagt, ich glaube, zwei Spiele muss man gewinnen. Aber noch ist hier nichts in feuchten Tüchern. Also selbst wenn jetzt die 14 steht, selbst wenn die 15 schon stehen würde, wäre hier noch gar nichts entschieden. So, jetzt endlich mal. Endlich stellt man um. Wie lange hat das jetzt bitte gedauert? Hat man so viele Runden abgegeben? NBK wird komplett allein gelassen. Da jetzt natürlich aufpassen, keinen Headshot zu kassieren. Boah, der zieht sich komplett weg. Boah, richtig gut auch von NBK. Also jetzt stellen sie sich perfekt drauf ein, spielen mit Kontrolle und das müsste jetzt eigentlich fehlschlagen. So, Faculty weiß jetzt, dass aggressiv gespielt wird. Müssten sie eigentlich auch direkt drauf reagieren und ein bisschen was anderes spielen. Das erste Mal, dass sie da direkt oben den Kontakt hatten.
Jetzt zum Beispiel B gehen wäre auch gar nicht so schlecht, aber VG steht wieder zu zweit da. Natürlich mit dem First Take kann man jetzt wieder sich erlauben, zu zweit B zu stehen. Jetzt ein Smoke, die das Ganze delayed, aber wieder Headshot von Asmo. Dagegen diese Standardkante. Oh, und jetzt, das, der Frag war so enorm wichtig. Jetzt kann man wieder den Go spielen, der sie wieder mit der Smoke die zum Auto fliegt. Da fliegt sie, zack, landet da in der Scheibe quasi, in der kaputten Scheibe, im Führerhaus. So, Sand wieder eingenommen. 3 gegen 3 Situationen. Die sie entscheiden, sollte vielleicht einfach weg über Haus. Oh, weiter muss man aufs Spot legen. Simon schmuft schön rein. Kirby kann das safe legen. Oh, Dizzy. Mit einem kleinen Fehlübergang hätte er vielleicht komplett über Haus schieben sollen. Mit Überzahl für VG. Simon, gute Posi. Oh, wird da aber gesehen. Oder ob's Free Fire, keine Ahnung. Oh, Kirbys Position bekannt. Macht einen Headshot, aber dann keine Chance gegen den zweiten. Also endlich mal VG wirklich sich drauf eingestellt. Aber trotzdem von Faculty dann auch gut reagiert und erstmal einfach mit dem entscheidenden Headshot am B. Die Runde hat man meiner Meinung nach gerade, hat meiner Meinung nach gerade Dizzy verloren. Wenn er da komplett über Haus wegschiebt, geht dann nicht das Risiko ein, da Mitte den Frag zu fangen. Und dann hat man die 3 gegen 3 Situation, hat einen im Haus, hat einen im Friedhof, hat einen im Spot. Und das ist schon mal eine sehr gute Ausgangslage, um die Runde zu holen. So, noch ist Very Games nicht ran. Ja, doch, wird noch ist Very Games nicht ran. Und spielen jetzt weiter Aggro. Ein bisschen Varianz würde mir nicht auch wünschen, würde ich mir auch wünschen. What? What? Was? Also, so schnell kann man gar nicht gucken, wie hier die Frags fallen. Und zack, hat man einfach mal Very Games auseinandergenommen. So, ich muss ganz kurz gucken. Der Herbst leuchtet die Flash über. Oh, hier sieht man halt null. Was? Ey, hallo? Alter, das ist so behindert. Weil Dizzy hatte vorhin hier, glaube ich, auch eine Flash geworfen, hier über Bande. Und dann müsste die ja eigentlich irgendwie durch das Holz fliegen und Kinderzimmer flächen. Ich vermute, dass sie die eben auch geworfen haben. Und die hat jetzt einfach mal die Runde quasi gewonnen. So, und jetzt ist die angesprochene 15. Runde da, trotzdem. Wobei, man hat eine super Ausgangslage. Valgames hatte die Runde davor gewonnen, jetzt diese, die vorhergehende Runde gewonnen, die vorhergehende verloren. Heißt, gibt nicht viel Geld aufs Konto. Zu dritt steht man am B. Anti-Flash oben. Oh, das ist eine Timing-Flash. Oh, die war richtig gut. 1-1-Austausch. Auswirkung des. Oh. Smoke liegt noch gut für Existence. MBK am Schieben. Ne, bleibt jetzt drüben. Hat die Ansage bekommen, dass gut kommuniziert von Scream, dass da Mitte frei ist. Oh, die Nate. Oh, nochmal nachgesmoked. Schön, das holt viel Zeit raus. Ich glaube 15 Sekunden oder so. Oder 10 mindestens. Aber Faculty entscheidet sich durchzupushen. MBK die Flash. Schön auch die Flash dann in den Hof, dass man darauf spekuliert, dass Santi reinpusht. Das könnte das GG sein. Das könnte das GG sein. Kenny über Seitengang, nur mit Pistol 50. Scream hat auch keine Waffe, nur Pistol. Oh, beide. Was? Warum geben sie sich Headshot? Sind die Tilt oder was? Oder einfach erste Reaktion total im Fokus gewesen. Aber das können sie fast nicht machen. Sie haben kein Kit. Die Zeit rennt hier natürlich davon. Gegen vielleicht sogar nochmal. Schön. Und jetzt nur noch Kenny. Und das ist vorbei. Win. Alter. Krass. Da kommt auch echt das GG von Very Games. Ohne Witz. Richtig gutes Spiel von Faculty. Aber man muss auch wirklich sagen, Very Games hat sie nicht gerade schwer gemacht. Haben da auf jeden Fall meiner Meinung nach unter ihren Möglichkeiten gespielt. Trotzdem sollte das nicht die Leistung von Faculty schmälern. Haben taktisch enorm gut gespielt. Headshots haben auch wieder gesessen. Eins ist gemäßigt, die Jungs wirklich sowieso mit gut unterwegs. Können da gut mithalten mit den Top-Teams. Jetzt mal vielleicht Nip ausgeklammert.
Aber mit denen kann ja sowieso keiner mithalten. Von daher krass. Hätte ich so nicht gedacht. Hätten sicherlich auch die wenigsten erwartet. Ja, und somit wahrt sich die Faculty auf jeden Fall die Chancen, nach Amerika zu gehen. Nach Amerika zu fliegen, zu den ESEA Finals. Die Top 8 ziehen dort ein. Die Top 4. Und, also die Top 4 aus Europa und die Top 4 aus Amerika, aus der amerikanischen Liga. So, kurzes Pause.